Der braucht ganz schön lange für Bergbau. Seit wann macht McTop Bergbau? Macht der eigentlich gar nicht. Ja, ich verstehe nicht, warum der da überhaupt dran rumkaspert. Wir könnten einen Angelplatz einrichten. Befehle, Zonen. Moment, das könnte man machen, eine Angelzone. Machen wir hier eine Angelzone hin, mal gucken, was passiert. Vielleicht geht ja wer fischen. Jetzt rennen die alle darüber. Ah, das hat ja was wegen der Wassersache zu tun. Wir brauchen ja auch noch ein Klo. Ach, du Heiland. Das ist ja jetzt wieder nur eine Latrine. Mhm. Ich mache eine Blaupause. Das hört nicht auf. Okay. Wir könnten natürlich auch schon die besseren Sachen bauen, was mir nicht so viel bringt erstmal. Hier gibt es zwei Latrinen. Da habt ihr. Und hier stellen wir mal. Warte mal, ein Waschzuber auf. War das so? Ich meine schon, ne? Mach mal zwei Waschzuber und dann machen wir hier die Verbrennung für den Abfall. So machen muss. Dann könnt ihr zumindest schon mal aufs Klo gehen. So, das ist fertig, das ist super. Dann könnt ihr hier die Steine raustragen und macht hier eine Lagerzone hin. Und dann könnt ihr da erstmal keine Nahrung und keine Medizin. Und dann kannst du das hier löschen. Und dann könnt ihr alles, was da draußen liegt, da reintragen. Also falls ihr da interessiert seid. Ich würde das mal priorisieren, damit das ein bisschen schneller geht. Und im Zweifelsfall machen wir das auch gleich einen Tick größer. Ah, da ist der Meditationsplatz hingekommen. Den reißen wir jetzt ab. Struktur, ja, zack, zack. Und dann abreißen, zack, zack. So läuft's. Jetzt haben wir hier natürlich weniger Licht, das ist ja klar. Ich würde noch mal ein bisschen hier, wo ist denn die Stromsache? Ich würde noch mal ein paar Leitungen legen. Und zwar hier lang. Bis hier hinten. Hier können wir welche hinmachen. Und hier können wir welche hinmachen. Und dann gucken wir mal, wie sich die Sache so gestalten wird. Ah, sie tragen tatsächlich die Klamotten weg. Das ist super. Und sie noch das und das wegtragen? Im Eilverfahren vielleicht. Wäscht sich. Hast du schon die Felder bepflanzt? Das sieht nicht so aus. Ich lass mal wen jagen gehen. Ja. Jag auch den Igel. Gut. Das ist alles super. Wie ist denn das mit den Mahlzeiten? Die Mahlzeiten sind eher so eine. Offensichtlich eher so eine kriminelle Sache. Ich hege eventuell ein klein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen mehr gemacht werden sollte. Was Kochen angeht. Ah, jetzt kommt immerhin schon mal der Reis zum Tragen. Okay, das bedeutet, sie kocht dann vielleicht auch mal irgendwann was. Ja gut, das ist halt ein Problem, wie gesagt, wenn du keinen hast, der erntet und keinen, also, das war halt mal leichter. Aber zumindest ist es so, dass jetzt was gekocht wurde.
Zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Ah, hier werden jetzt gerade die Räumlichkeiten. Das ist toll. Dann können wir die Zone erweitern und zwar bis nach hier hinten. Und das hier kannst du ernten. Wie seid ihr denn mit dem Stahl? Seid ihr soweit fertig? Das ist ja spitze. Wir bräuchten dann auch mal irgendwann eine Forschungsabteilung. Ich will jetzt hier nicht den Spielverderber geben, aber das wäre tatsächlich toll. Und wenn wir vielleicht aus dem Reis was kochen würden, wäre auch schön. Warum kocht ihr eigentlich so wenig? Da steht aber bei der auf 1, ne? Na. Das muss nicht auf 1 stehen. Das machen wir dann bei Tomboy noch auf 1, weil, naja, das ist halt das Einzige, was er so richtig kann. Was aber vielleicht daran liegt, dass wir keinen Schulungsraum haben, er kann jetzt auch nicht mehr lernen. Oh, Grunt könnte auch spielen, das ist gut zu wissen. Wir holen noch ein bisschen Medizin, wie sieht's hier aus? Das ist alles soweit fertig. Okay, dann wollte man, also ich wollte einen... Ja, ich baue den mal hier dran. Und dann machen wir das. Und dann kommen da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und erstmal so. Ja, erstmal machen wir das so. Hier läuft auch noch ein Igel rum. Vielleicht hat er wer Lust, den zu jagen. Wie viel Holz haben wir denn noch? Noch 500. Ja, wir haben wenig Nahrung. Naja, Schlafgemach ist unwürdig. Warum? Warum ist es unwürdig? Was fehlt dir? Das steht da nicht. Leichte Schmerzen? Warum hast du denn leichte Schmerzen? Ah, wegen der Kratznarbe wahrscheinlich. Naja, kann ich jetzt nichts gegen machen. Dafür sind wir hier leider Gottes. Nicht im. Dafür sind wir leider Gottes nicht im. Und wir haben auch einen, der angeln kann. Das ist Grunt. Ich würde euch mal angeln lassen, falls ihr das einfach so machen würdet. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht aus. Habe ich noch nie gemacht mit dem Angeln. Ah, wir haben zumindest schon mal einen Tisch. Die bauen zwar den Raum nicht fertig, weil nur noch 100 Holz da sind. Befehle. Ja. Wir machen mal da unten noch so ein bisschen. Kann irgendwer noch Waldarbeit außer sie? Ja, Täter macht das. Grunt hat da die Fähigkeit 3, Tomboy 2. Das ist jetzt nicht so mega viel, aber da Tomboy außer Jagen und so ja nicht sonderlich viel macht, kann er halt auch noch Waldarbeit machen. Dann lernt er zumindest noch mal irgendwie ein bisschen was. So, wie sieht es jetzt mit Essen aus? Naja, die Mahlzeiten, es wird mehr. Nahrung ist auf jeden Fall schon mal da. Jetzt erklär mir doch mal, warum das Schlafgemach unwürdig ist. Der Raumeindruck ist 30 von 40. Ah ja, okay, das ist, wo pennst denn du da oben? Ja, gut, das ist nachvollziehbar. Wir müssen doch erstmal noch ein paar Möbel einbauen, ne? Also hier müssen erstmal noch die ganzen Lampen rein in die... In die Geschlafgemächers. Hier, da könnte auch mal eine Lampe reinhängen. Und dann wird es eigentlich auch schon Zeit für die erste Stromsache. Im größeren Ausmaß. Wir stellen das hier hin. Bündig mit dem. Da machen wir zwei Stück von. Okay, dann brauche ich Strom. Und das machen wir so. Dann wird das was. Da müssen wir auch langsam einen Forschungsraum bauen. Ich weiß noch nicht, wo ich den hin mache. Diverses Meditationsplätze. Kriegt jetzt jeder einen in sein Zimmer hier, damit die da alle toll meditieren können. Und das nicht hier draußen machen müssen. Das ist nämlich leicht nervig.
Interessant ist, dass sie es geschafft hat, den Reis zu machen und so ein bisschen was von den Kartoffeln, aber sonst fehlt es hier irgendwie an allem. Aber gut. Das kann ich jetzt auch nicht, ich kann es nicht ändern. Das ist wie, es ist wie es ist. McTodd macht jetzt hier die Sache. Auch das ist super. Irgendwer tackert hier massiv. Ah, das ist Tator. Der ist im großen Maß dafür zuständig, dass die Sache hier richtig rund läuft. Auto entfernen. Ja. Das ist auch schön. Dann brauchen wir da nämlich nicht so viel Holz. Oh, da scheint es vom Stromende zu reichen. Ah, das liegt vielleicht auch daran, dass der hier nicht verbunden ist. Das ist ja richtig hilfreich. Wenn du es dann baust, aber nicht fertig baust. Böden, ja. Wir müssen weitere Böden bauen. Hier machen wir aber nur normalen Holzboden rein. Ist ja nur, dass da einer drin liegt, ne? Oh, hier haben wir... Hier haben wir Zeug am Start. Das hier soll studiert werden, das habe ich schon verstanden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ding nicht unbedingt dafür zuständig ist, dass hier so super viel wächst. Wer ist denn hier der Studierer? Das wäre McTodd, wenn. Okay. Du machst ja sonst eigentlich nichts anderes, ne? Du kannst das mal auf Stufe 1 machen. Ansonsten bist du ja nur für Rumtragen zuständig. Und das muss ja nicht sein. Du kannst ja was studieren. Okay, er studiert es nicht. Ah Mann, muss es wahrscheinlich auch markieren, dass es studieren soll, ne? Ja. Ah, du kannst das mal studieren. Mal gucken, was bei rauskommt. Wahrscheinlich der Tod. Hier haben wir Ratten. Jagdratten. Okay, er ist fertig mit Studieren anscheinend. Tomboy hat Ratten gejagt. Und er ist das Täter, der Ratten jagt. Ah, zwei Ratten. Ah, hier ist auch mein schöner Monolith, ist auch da. Übersinnliches Brummen, schwach, weiblich. Ah. Ja, wir brauchen Batterien, das fällt mir auch gerade mal so ein. Ich brauche einen Raum für Batterien. Ja, mach's Blaupause. Dreh das. Dann machst du das dahin. Den kannst du wieder jagen. Der kann weg, der Schiss. Nee, die Wand nicht. Granitbrocken kannst du wegtragen. Die Holzsache ist schwierig, ne? Ich werde ein paar Befehle ausrufen. Ja, das ist bestimmt die keinen königlichen Schlafsaal hat. Ich müsste die Batterien vielleicht auch erstmal erforschen, ne? Das könnte natürlich durchaus möglich sein. Einen Augenblick. Blaupause. Dreh den hier hin. Oh. Ein Produktion. Ein Forschungstisch da rein. Ja, weil heul nicht. Möbels. Kriegst du eine Lampe. Da ist irgendein Ritual. Schlafgemach ist immer noch unwürdig. Ja gut, das liegt vielleicht mit ein bisschen daran, dass wir also gar nichts haben, was das Schlafgemach schön macht. Aber das wird sich zeitnah ändern.
So, in der Küche ist erstmal alles schön. In der Küche wird jetzt auch auf jeden Fall erstmal so ein schicker Holzboden reingeflankt. Und der kommt auch hier oben in den Raum rein. Dann werden wir das hier zum Abtransport bereit machen. Und das hier. Ja, ja, kritischer Alarm. Dann bricht sie halt zusammen. Was soll ich jetzt machen? Ich kann das nicht ändern. Ich kann ihr nicht sagen, dass er das nicht machen soll. Ist das Lager voll? Nein, aber da ist ein Ei drin. Das könnt ihr doch mal mitnehmen. So, Sekunde. Der Tisch ist da. Ich gucke gerade mal, wo sind denn die Batterien? Wo sind denn die Batterien da vorne? Ah, muss ich erst Elektrizität erforschen? Ne, das habe ich schon. Okay. Batterien. Alles klar. Das ist ja McTods Job. Den macht er auch als auf die 1 neben dem Studieren. Jetzt gerade trägt er Granitbrocken zur Lagerzone. Weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Er sollte vielleicht lieber forschen gehen. Nee, er ist weiter beschäftigt mit anderen Sachen. Na gut, das liegt daran, dass er das halt wahrscheinlich als Priorität 1 macht, ne? Ah, jetzt ist er verwirrt. Jetzt haben wir es geschafft. Ich überlege, wo wir jetzt die Herstellungsräume hinstellen. Ich würde sie erstmal dahin machen. Und dann können wir befehlsmäßig erstmal das hier abreißen. Und dann können wir da vielleicht schon mal das Kunstteil reinmachen. Wobei dafür dann das Lager mit den Steinen tatsächlich auf der falschen Seite ist. Das ist dann da unten. Da muss er ziemlich weit laufen. Aber das ist ja erstmal nur so zum... damit sie das irgendwo hintragen. Das hatte jetzt gar nicht so den... Transport. Das kannst du mal so machen. Vielleicht gehst du ja dann forschen. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht, was der jetzt macht. Ah, er studiert. Okay, das ist natürlich vielleicht ein Bull. Was ist denn jetzt? Warum? Muss das sein? Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Muss das sein? Wir werden das Studieren vielleicht mal auf die 2 legen. Das Vieh macht da oben rum. Könnte mal da hinlaufen. Der lebt noch. Ja, ich weiß, dass der noch lebt. Mir ist das durchaus bewusst. So. Ja, ich habe kein Gefängnis. Und ich habe jetzt auch nicht vor, eins zu bauen. Also... so, diverses bitte. Ein Grab. Ja. Montier das mal dahin. Ah ja, ich wollte beim Studieren auf 2 gehen. So.
damit er erst forscht und dann studiert. Ah, er studiert einfach weiter, alles klar. Er hatte offensichtlich kein großes Interesse, mit der Forschung zu starten. Dass es hier drin keine Lampen gibt, das ist übrigens problematisch. Da müssen wir mal zwei reinhängen. Studierst du jetzt immer noch? Warum gehst du nicht forschen, du doof? Was ist denn so eine Doofnase? Studieren halt auf 3. Mensch. Was steht der jetzt in seinem Zimmer rum? Ich verstehe das nicht so richtig, aber das ist auch nicht wichtig. Könnte Täter mir einen Gefallen tun und könnte den Generator befüllen, damit das mit dem Strom weiterläuft. Und wenn du danach schon so weit bist, dann könntest du, das könntest du machen. Ja. Da bin ich sehr angetan. Danach werden zwei Waschbären gejagt. Auch das ist ein ganzer Traum, dass du das mit den Waschbären...